Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Arthur und ihr seid auf meinem Kanal Mein Weg zu Uhu. Wenn es euch interessiert, was dieser Lauch und ich gemeinsam haben, dann bleibt dran. Es ist wieder Sonntag, das heißt, es gibt ein Diät-Update zu mir. Ich bin selber gespannt. Die Woche habe ich es durchgezogen. Von 7 Tagen habe ich 6 Tage Low Carb gegessen. Wir waren gestern auf einer Babyshower. Da wurde natürlich gegrillt, da wurde Kuchen gegessen, ein sehr schöner Kuchenbild, blende ich euch jetzt kurz ein. Und jetzt zum Thema Lauch und ich, wir haben gar nichts gemeinsam, aber so dünn wäre ich mal gerne, haha. Kleiner Joke am Rande, was passiert heute? Ich werde mich gleich messen, wiegen und dann erzähle ich euch was richtig, richtig Krankes. Krank geil. So Freunde, ja, super Ergebnis. Low Carb war erfolgreich, 3,3 Kilo abgenommen. Ja, ich habe durchgezogen, Fleisch und Gemüse die ganze Woche gegessen und joggen war ich. Deshalb ist das ein super Ergebnis und eigentlich wollte ich es nur eine Woche machen, aber ich fand, das lief irgendwie so gut und ich war jetzt nicht hungrig, ich war eher satt. Und ja, ich ziehe das noch mal eine Woche durch und ja, ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehen werde, aber ich bleibe auf jeden Fall jetzt die kommende Woche noch mal dran am Low Carb. Was ich euch erzählen wollte, ihr wisst ja, ich habe einen Diet Break gemacht, eine Pause und habe da einen riesen Whopper verdrückt mit 11 Fleisch. Ich blende euch mal kurz ein Preview ein. Und wenn ihr das Video sehen wollt und die Reaktion, wie der Mitarbeiter reagiert hat, als ich die Bestellung aufgegeben habe, dann seid gespannt. Am Donnerstag bringe ich das Video raus um 19 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und natürlich ist das nichts für die Diät. Aber wie gesagt, es war in der Diätpause. Man sollte sich was gönnen, damit man wieder Motivation hat und die Kraft innerlich. Und ja, Freunde, ich gebe mein Bestes die Woche wieder. In diesem Sinne, labert nicht, sondern macht.